Es ist immer für uns sehr, sehr schwer abzuwägen, inwieweit handelt es sich um normale alpine Gefahren und ab wann ist es eine atypische, besondere Gefährdung. Da im Konkreten haben wir letztes Jahr ein größeres Steinschlagereignis gehabt und man hat gesagt, ja, dieser Bereich, da gehen noch besondere Gefahren hervor, das räumen wir ab. Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir da ein Tiroler Traditionsunternehmen haben, das uns finanziell unterstützt für diese nicht planbaren Sachen. Das ist die Firma Handel. Da sind wir da sehr dankbar und dann können wir solche Katastropheneinsätze auch kurzfristig bewältigen. Aber eins muss auch jedem klar sein, es bleibt immer ein Restrisiko. Alle diese Wände bergen noch Tonnen von Material. Irgendwann ist alles unten. Ich meine, wenn man schaut, unten die ganze Schuttreisen, die Steine hat niemand hinaufgetragen, die sind alle von oben gekommen, das ist klar. Hoffen wir, dass jetzt dann wieder sich eher ruhig verhaltet, die Wand.